Oh no. Also ich will nicht sagen, es ist nervig, aber es ist nervig. Du blöder Penner. Bäh. Tja, hätte ich mal aufgepasst jetzt, ne? Na gut, ich habe Kaffee dabei. Hallo YouTube. Wir spielen ein SpongeBob-Spiel. Der liebe Fuxi hat mir dieses Spiel empfohlen, also eigentlich Teil 2, aber ich dachte mir, wir spielen erstmal Teil 1. Ich habe es gerade schon mal versucht und es ist abgeschmiert. In the vast expanse of existence, we often find ourselves entangled in a web of our own desires, driven by a hunger that knows no bounds. Imagine a world where a tiny creature by the name of Plankton, consumed by an insatiable appetite for power, hatched a plan that would forever alter the course of destiny. Also eben war ein Spruch über Begierden, das keine Grenzen kennt. Und jetzt geht's um Plankton. Stellt euch eine Welt vor, wo eine kleine Kreatur namens Plankton consumed by an Insel. Er will halt, ne? Ihr kennt da bestimmt alle Plankton. Er will die Power, die Macht. Und er will einen Plan machen, um that would forever alter the course of destiny. Das Schicksal. With a mix of mischief and misguided ambition, Plankton sought to create a malevolent replica of our beloved SpongeBob SquarePants, embodying the very essence of our darkest desires. Der hat ein Replikat von SpongeBob gemacht. Apropos, ne? Wo ist meine Maus? Ich habe meine Maus noch nicht. Aber seht ihr meinen kleinen Freund da unten? Der ist neu. Der kommt, der ist mir zugelaufen. Der kommt bestimmt ab und zu mal mit hier rein. Kann sich auch bewegen, aber wir sind noch nicht er muss noch auftauen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann und wie er sich bewegt. Aber er tut's. Ja? Okay. So. As this nefarious Doppelganger emerged from the depths, it brought with it a chilling reminder of the consequences that befall us when we succumb to our own greed. But fear not, for amidst the shadows of despair, a glimmer of hope shines through. It is in these moments of remorse that we come to understand the fragility of our own souls. You, my dear friend, now bear the weight of the world upon your shoulders. It is you who must embark on this perilous journey and confront the malevolence that threatens to consume us all. Ich muss das jetzt alles retten, ja? Cold Chaos Games. Sieht ja süß aus. Nicht. Wer ist die? To move, links shift around, A to interact, G to drop note. Oh Gott. The Waterman. Na, kann ich nicht zu denen gehen? Das ist ein Alpha-Mann-Wand. Alpha-Wand vor dir. You can't bring that sugar and tea and rocks. Wer sind denn dann wir jetzt? Oh. Guten Abend. Mit Enter weiter drücken, ey. Schlechter Abend. Hast du gerade gesagt, was? Was willst du?
Ein Krabbenburger bitte. Oh ja, ein Krabbenburger bitte. Aber bitte ohne Krabbenfleisch. Ja, dann setz dich. Danke. Nee, nicht gern geschehen. Okay, das könnte ich sein. Hallo SpongeBob. I am SpongeBob! Okay. Natürlich bist du SpongeBob. Ich hasse dieses Lied. Ist das mein Burger? Ich will aufstehen. Oh. Good evening, sir. Guten Abend. Aber. Gibt's euch zweimal? Hallo, guten Abend. Do you want hot sauce in your patty? So scharfe Soße in deinen Burger? Nee, nicht so gerne. Ja, mach okay, bitte sir, ganz viel. Just a minute. Was war das? Ja. Well, that was scary. Ja. I will go to check. Can you do me a favor? Bestimmt. There is a note in the kitchen with Taz. Ich soll jetzt in der Küche helfen. Do it and I will give you the patty for free. I have to check the boys. Okay, du gehst gucken, wo die Stimme herkam und dafür kriege ich den Burger umsonst. Ja, gut. No problemo. Wie kann ich denn wieder aufstehen? Ich weiß nicht, wie man aufsteht. Hallo? She rises early in the morning. Schmeiß den Müll in den Mülleimer. Put Mr. Krabs Money und schmeiß Mr. Krabs Geld in die Box. Kann ich hier auch. Was ist denn Müll hiervon? Kann ich. Ja. Schubidu-Tranken-Shader, wo ist denn der Müll? Ist das schon Müll hier oder was? Hä? Hallo, der Trash, den Trashcan. Schmeiß den. Wieso hänge ich jetzt hier. Okay, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so ausgereift. Und eh stand doch da hinter Ecken. Kann ich noch einen Menocken oder so? Ich kann nicht springen, also ist auch immer doof. Schmeiß den. Oh, jetzt dreh dich doch nicht so schnell. Ist das zum Beispiel Müll? Oh, das Plankton. Der ist aber klein. Hier würde ich hinweglaufen, okay. Kann ich immer nur eins aufsammeln? Ja. Dann lieber doch wieder den Wellerman-Song. Den kann ich wirklich im Dauerschleifen-Loop hören. Das macht mir gar nichts. Ja, aber bitte keine italienischen Lieder, das muss ja nicht sein. Das ist SpongeBob. Wieso liegt denn das schon wieder daneben? Habe ich das nicht eben weggeschmissen? Das ist das, die Älteren von euch kennen bestimmt noch Traummatsch, oder?
Quitsch, Quatschtrauben, Matschtrauben sind so alt. Das waren noch Werbespiele. Nimm doch mal, also. Ich bin von der Steuerung nicht begeistert. Und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass Mr. Krabs so mit seinem Geld umgeht. Wir sind so weit. Quitsch, Quatsch, Traum, Matsch, du machst sie alle zu breit. Wieso kenne ich noch so einen scheiß Text? Nein, ich singe jetzt nicht mal den Text. Oh, guck mal. Hallo? Das ist nicht Sponge. Creepy Sponge. Du bist der wahre SpongeBob. Komm mal nicht so nah. I am not fake. Ich bin kein Fake. I'm the most real ich bin der realste SpongeBob von dieser Welt. He will make you a real. Ich mache dir den wahren, nicht vergifteten Krabbenburger. Das ist ja, da traue ich dir auch. Ein wahrer SpongeBob kann tanzen, ne? Ja, ich glaube schon. Zeige ich dir den wahren SpongeBob. Later. Okay. F für Flashlight. Okay. Was ist hier passiert? Was ist das? Oh no. Ich hab mich gefangen. Wäre schön, wenn du mir einen Hinweis gibst. A. R. The secret lies with the other Death Order. Ja, hab ich mir gedacht. Fear. Ja. Ne, war schon verkehrt. A, B, T, D, E, F. Hier. Was ist denn R? H, I. Ja. Moment, 9? K, L, M, N, O, P, Q, R. Habe ich jetzt richtig gezählt? Nö. Fear. Okay. Computer. Der wievielte Buchstabe im Alphabet ist R? Basierend auf meinem Beitrag auf Alexander Nixers, er ist der 18. Buchstabe des Alphabets. Der 18. Okay. Ha! Tja, wenn man zählen kann, ne?
kann nicht springen, aber ich kann rennen. Okay. Sometimes you just need a flashlight to see things as they should be. Manchmal brauchst du nur eine Taschenlampe, um Dinge zu sehen, wie sie sein sollten. Okay. Ich habe mich gleich verlaufen, das wisst ihr. Hört ihr das auch? Hier ist das ein Morsecode. Erst war Strich und jetzt hier Strich. Okay, ohne Taschenlampe ist nix. Okay. Strich, 4 Strich, 3 Strich. Och, nö. Was ist das denn? Das muss ich mir aufschreiben. Obwohl 1 gleich 1, 2, 3, 3, 5, hier war mal 5 ist gleich Strich, 6 gleich Strichpunkt, 7 gleich Strichpunktpunkt, 8 gleich Strichpunktpunktpunkt, 9 ist mit 4 Punkten, 9 gleich Strich, 1, 2, 3, 4, okay. Muss ich mir das auch merken, oder ist ja mein Telefon? Ich mach mal ein Foto. So. Da unten noch irgendwas ist? Oh, okay, da muss ich dann hin. Unterwegs finde ich dann die Zahlen und die Reihenfolge, ja? Was ist das? Ich muss einen Hebel finden. Okay, hier ist nur zum Verstecken, ne? Ich hoffe, das ist einfach nur Deko-Zweck. Und sowas. Okay, auf zurück. So. Gelb. Gelb kommt hier. Oh, das kann ich aber sehr gut erkennen auf meinem Telefon. Gelb ist, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. Und der vierte ist gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich gesagt, ne? Und der vierte ist gelb. Und das ist Strich mit 3 ist eine 8. Okay. So, schwarz ist das zweite und mit 4, das ist ja dann. Was ist los?
bist du denn des Wahnsinns? 2 hours later. Alter, mein Herz. Ich geht überhaupt nichts ab und auf einmal... Alter. So, was war... Oh Gott. 2 war schwarz und das war eine 9, ne? Gottes Willen, dann stelle ich mich jetzt immer in so einen scheiß schönen Schrank. Oh. So, was war es jetzt hier? Bär. Gott, Gott, Gott. Ich fand das mit Licht schöner. Das ist ja furchtbar. Ich gehe jetzt einfach ganz schnell. Blau ein Strich. Ich brauche einen Schrank, bitte. Okay, so. Da ist aber jetzt sicher, ne? Blau. Blau ist das vorletzte und ein Strich ist eine 5. Ein Strich ist eine 5. Blau ist das vorletzte. Okay. Hallo. Also macht ihr die Türgeräusche? Schwarz habe ich ja schon gemacht. Okay. Ich muss erst wissen, wo der Schrank ist. Da ist ein Schrank, okay. Ocker, 2 Punkte. Erstmal da rein. So. Ocker, ich glaube, es war das letzte. 2 Punkte ist eine 2. So, wir brauchen nur noch 1 und 3. Also ich will nicht sagen, es ist nervig, aber es ist nervig. Und ich habe es echt nicht laut in meinen Ohren, aber sobald er da schreit, ist es ekelhaft laut. Ach ne, diesmal gehe ich hier lang. Grün. Ach, weißt du, was du mich jetzt kriegen solltest, ist mir auch egal. Grün ist eine 6. Grün ist das dritte, ist eine 6. Wir brauchen jetzt noch Rot. Du blöder Penner. Ja, ich trinke dann nochmal Kaffee, ne? Oh, was habe ich denn für eine Krümelparty hier veranstaltet an meinem Notizblöckchen? Hätte ich eigentlich auch schleichen? Selbstschuld. Ja, das stimmt. Ich habe beim ersten Mal einfach nur Glück gehabt. Und das kann doch nicht sein.
hier war ich noch nicht. Komm, gib mir den letzten schönen Pfeil. Einen roten Pfeil, bitte. Gib mir einen roten Pfeil. Uah. Roter Pfeil. Guck, geht das? Zwei Punkte und ein Strich ist eine 7. 7, 9, 6, 8, 5, 2. Bäh. Ja, hier weiß ich wenigstens, wo zum Verstecken. Jetzt muss ich nur noch wieder zu der einen Tür finden. Da ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Komm, wir sind gleich da. Glaube ich. Sieben, neun, sechs, acht, sieben. Hallo? I need to turn on the power. Ach, ich brauche noch. Oh nein, ich brauche diesen scheiß Hebel. Ist doch nicht dein Ernst, ne? Wo ist denn dieser Hebel? Den habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Habe ich aber nicht drauf geachtet. Oh Mann. Der wird nicht in der Nähe sein, ne? Wie sieht denn dieser Hebel aus? Das war aber ein Schlüssel, oder? Kein Hebel. Nicht so ein Schlüssel. Hier schläft er. Hat der Musikwechsel zu sagen, dass er jetzt näher ist als vorher? Hebel, Hebel, Hebel. Hier habe ich vorhin nicht richtig geguckt, ne? Ja, mein Herz. Mein Headset steht jetzt auf 6%. Wo komme ich her? Wo muss ich hin? Von euch ein Hebel. Tatsache. Oh Gott, kann ich mich mit dem verstecken? Das muss ich auch mal testen. Ja, okay. Der kann nicht hinter mir gewesen sein. So, jetzt komm aber. Oh Gott. So,
7, 9, 6, 8, 5, 2. Oh, ich muss lesen. 7, 9, 5, 8, 6, 2. Was? 7, 9, 6, 8, 5, 2. Was? 7, 9, 6, 8, 5, 2. Ich habe es befürchtet. Wo war der scheiß Schlüssel? Aber es ist jetzt hell. So ist besser. Kann er mich hören? Geh mal rein. Ich glaube, ich müsste mich healen. Okay. Healen. Ach, guck mal, Gott sei Dank. Schnee. Das ist aber eine doppelt und dreifach gesicherte Tür. Ein Hebel, ein PIN-Code und ein Schlüssel. Anton? Oh Gott sei Dank. Was? Ich bin endlich entflohen. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Plankton. Ich brauche deine Hilfe, um hier rauszukommen. Ernsthaft? Du bist so klein. Du kannst doch durch die Gitter stehen. Ja, das sieht's aus, aber nee. Okay, tut mir leid. Du bist. Achso, wir sollen ihn nicht sticheln, mal kleines. Du bist das größte Tier, was ich im Urzeit je gesehen habe. Underestimated me and thought I couldn't escape from a cage three times my size. Can you believe it? Ja, das war der creepy SpongeBob. No worries, we don't have time to worry. We need to head to my lab and create a weapon to deal with that creepy SpongeBob. Und dieses Labor von dir, da sollen wir hin. Du hast ihn kreiert, ja, leider war das schon. Aber jetzt lass uns darauf konzentrieren, eine Lösung zu finden. Lass uns eine Waffe kreieren. Okay, geh du mal vor. Kommt der hier oben hin? Was ist das? Hallo? Oh, okay, ich dachte, das wäre hier, aber gut. Ist das SpongeBob? Ich hab nicht gewusst, dass ich dran bin. Warum sind das denn jetzt auf einmal mehr als SpongeBobs? Das war knapp, glaube ich. Ja. Mann, der... Later. Okay. Hi. Was jetzt? To create the weapon, I need something very special. Um die Waffe zu kreieren, brauche ich etwas sehr Spezielles. And a cup of coffee.
Eine kleine Gruppe von SpongeBobs und eine Tasse Kaffee, but they can only be found in the, aber die können nur in der alternativen Realität gefunden werden. Hä? Warte, kleine SpongeBobs und eine Tasse Kaffee, das ist ungewöhnlich. Wie kriegt ihr denn? In der alternativen Realität. Hat der böse SpongeBob Chaos und Unfrieden gestiftet. But that's where the tiny SpongeBobs are. Aber da existieren die kleinen SpongeBobs und die Tasse Kaffee. Da bei euch nicht. Du musst aufpassen, wenn du da durchnavigierst. The Topsy-Turvy World. Ich weiß nicht, was Topsy-Turvy ist, aber irgendwie nichts Gutes. Ich kann es kaum glauben, dass wir das tun, aber but time is of the essence, aber die Zeit ist essentiell. What do I need? Was muss ich tun? I've prepared a special grappling gun. Oh, er hat meine Waffe gebaut. Use it to enter the machine that will transport you to the alternate reality. Dann geben wir eine Maschine, die mich in die alternative Realität transportiert. Our world's future hangs in the balance. Find the minuscule SpongeBobs und da soll ich die dann finden. Our world's future hangs in the balance. Ja. Das ist eine komische und riskante Mission, aber ich mach das schon. Ja, dann nehmen wir mal die Waffe und das habe ich wieder vergessen, was noch. Dann bin ich müde. Ich glaube, das ist Kaffee 3 oder 4. Da ist die Waffe. Kann ich schon schießen? Piu, piu, piu. Nein? Okay. Noch nicht. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Ne? Tja, hätte ich mal aufgepasst jetzt, ne? Letzten Satz habe ich natürlich nicht gehört. Ist das Tomate? Ketchup? Richtig zu sein. Zieht das von alleine? Okay, das ist echt strange, wenn das sofort zwiebert, nur reagiert. Ich denn hier jetzt? Da kam ich her.
Nein! Okay, aber hey, ich habe das Prinzip jetzt endlich verstanden. Oh Gott. Ach, guck mal. Oh Gott, nein, echt jetzt? 9 Objekte. Und ich habe eine Zeitangabe, das ist doch nicht euer Ernst. Da ist auch einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ah. Kaffee. Habe ich ihn? Nein, 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 nein. Oh. Okay, die habe ich vorhin auch nicht mitgenommen. Das hätte wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Hallo, ich würde gerne dahin schwingen. Könntest du mich bitte... Oh, ja. Schauen. Ich muss diesen einen Scheiß Kack. Das ist doch nicht dein fucking Ernst jetzt. Wo ist denn der letzte jetzt? Da. Ah, Halleluja, ey.
Rocky, du brauchst nicht gehen, nur weil ich gemeckert habe. Ja, was ist denn jetzt hier? Übersehe ich irgendwas? Oder dauert das einfach so ewig lange vor diesem, was auch immer es ist, wegzulaufen? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß nicht. Plankton, I'm back. Warum ist alles rot? Plankton? Plankton? Ich hab Kaffee dabei. Okay. Wie gut, dass es schon Teil 2 gibt. Gut. Ich werde das Ganze jetzt mal arg beschneiden, damit ihr nicht meine ganzen Fails so in voller Länge seht, weil das wäre... ganz knapp über eine Stunde und das möchte ich euch nicht antun. Oh, das war ein bisschen nervig, SpongeBob. Hoffentlich wird Teil 2 ein bisschen besser. Oh, gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und Däumchen drücken nicht vergessen, bitte. Tschüssi.